Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, eures vor die Bande mit dem 11. GameStocker Multiplayer-Rennen. Ist spät geworden, aber eins geht immer noch, ne? So, eins geht noch, das Übliche halt. Zu 8 sind wir gerade noch unterwegs mit den 2014er Stockcars mit dem V8-Motörchen Interuma, genau, Interuma war das. Und mit dabei sind noch der Alex. Hallo. Der André. Hallo. Der Misha. Hallo. Der Rafnix. Hallo. Der Sven. Hi. Unser Host, der Tarik. Hallo. Und der Thorsten. Hi. Dann stürzen wir uns mal heute ohne Qualifying direkt auf ins Getümmel. Sprit haben alle voll gemacht auf 100 Liter. Ja. Gut. Wie viel? 100. Max. Maximum. Für 41 Runden. Das sollte reichen. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Muss aber ganz kurz den Boxenstopp belegen. Warum? Mach den Boxenstopp. Nur mal vorsichtshalber, falls irgendwas sein sollte. Es wäre wegen der Durchfallstrafe oder so. Ja, diese Dinge haben Lenkkräfte, das ist brutal. Da hat man sich wohl die Servo gespart, wa? Fahrt jetzt doch Qualifying? Nö. Geht's los? Jo. Oh, ich stehe sogar vorne. Ich momentan noch auf der 6. Position, aber gibt Schlimmeres. Wo ist denn die Ampel? Ah, da links. Vor mir wahrscheinlich, oder? Ben, du rollst nach vorne, ne? Die Sau. Nee, ich roll. Ach, tatsächlich. Ja, ich auch. Roll ich. Ich auch. Nicht wegen Fehlstart hier. Ja. Mir auch passiert. Naja. Viel Spaß. Ebenso. War schon eine Ampel. Danke selber. Ja. Ganz schlecht weggekommen. Ja, gegen den Keller, ne? Die. Die wollen V8, die haben doch sonst untenrum so viel Dampf. Wieso steht der Alex momentan am Start? Korrekt und. Oh, Motor anlassen geht ja nie. Also, ja gut, du kommst jetzt hinterher. Ich dachte, du seist jetzt schon wieder rausgedroppt. Nee. Noch nicht, ne? Wir hoffen mal, dass du jetzt das Rennen zu Ende fahren kannst. Das wäre cool. Hey, scheiße, komm doch rum, du Hobel. Nach einem Rennen mit diesen Dingern weißt du auch, was du getan hast. Oh, das Force-Feedback ist ja so fies. Das haut die mehr Kraft drauf als auf den alten Formelboliden. Wirklich, diese Wackelei da im Grenzbereich in Kurven, ganz toll, die Dinger. Ja auch. Finde ich echt die beste Fahrzeugvariante hier. Geile Strecke, toll. Ey. Haha, ja. Die Strecke ist einfach nein, nur Hammer. Nein. Hä, hörst du auf, deine Lichthupe zu missbrauchen?
Thorsten, vielleicht wechseln wir uns ab mit dem Push-to-Pass-Button. Den habe ich gar nicht. Hab ich gar nicht belegt. Innen, innen. Oh, ja, ja, ich sehe dich. Sorry, es war zu spät. Lass dich wieder vor. Oh, wie kommt der da innen durch, der Dirk? Ah, und ich fall schon wieder von der Strecke. Ist er nicht. War ein bisschen brutal. Was war brutal? Ich hatte ja eigentlich den Eindruck, dass ich im Training ganz gut mithalten konnte, aber es irgendwie stellt sich das im Rennen anders dar. Seid ihr alle irgendwie verstummt? Nö, nein. Nee. Ich hatte gerade irgendwie so das komische Gefühl, dass ich irgendwo nicht mehr im Teamspeak bin oder so. Aber gut, wenn noch alle da sind. Tarik? Kannst du mal so 1000 Touren weniger drehen? Machen? Weniger hochdrehen, damit du weniger schnell bist. So. Ah, hat sich glaube ich gerade erledigt. Oder? Nee, doch nicht. Und ein satter Verbremser. Ah, diese winzigen Bodenwellen hier auf der Strecke sind fies. Die hauen richtig rein. Nein, nicht. Oh. Scheißkörb. Die Einstellung, die letzte hätte ich mir sparen sollen. Ne? Ich habe aber auch den Eindruck, ich fahre jetzt hier default im Setup, dass die im Schiebebetrieb oder da im Schleppbetrieb schieben. Du musst das Differential ziemlich hochstellen. Ja, genau, da hätte ich runterdrehen müssen etwas. Ich habe das relativ hochgestellt. War knapp, Micha, sorry. Kein Problem. Jetzt war ich gerade wieder ein bisschen rangekommen an Tarik und schon wieder weggeworfen. Die Scheiße hier. Arr. So eine geile Strecke, oder sag doch mal. Ja. Hi, ja. Die ist so schön flüssig zu fahren. Ja, die ist wunderbar. Yaka Paragua, wie das heißt, ist auch super. Aber man merkt das Gewicht vom Benzin in den Kurven. Pass auf, André, ich mach dir alles nach. Ja. Ich merke vor allem das Gewicht meiner Unfähigkeit. Thank you.
Oh, jetzt hätte ich gern so einen Wackelsitze. Ich hätte gerne weniger Abstand nach vorne. Aber der Tarek holt dir gerade ordentlich auf den Thorsten auf. Der kann nicht auf mich warten. Kann mich gerade nicht aufs Reden konzentrieren, sorry. Alles gut. Ich lässt da nur. Zuhören musste nicht. Und jetzt habe ich mich gedreht. Ich bin unschuldig. Und überschlagen. Oh, oh, das habe ich leider nicht drauf. Kannst du es nochmal machen? Aber ich bin unschuldig. Ich habe nichts. Doch, ich habe was gesagt, aber. 20 Sekunden verloren. Och Mann. Ich bin nicht mehr aufs Fahren konzentriert. Jetzt sind wir alle drei weit gewesen, ne? Alle drei. Nein, nicht. Doch. Beschleunigt. Könnte der André mal die beiden hinter sich aufhalten? Ginge das? Nein. Aha. Ich komme absolut nicht ran. Nein. Sorry für die Sichtbehinderung. Oh, es geht noch. Gut. Boah, Entschuldigung! Boah! Du bremst dann zu früh! Nee, nichts passiert. Boah, Alter, hast du da eben früh gebremst. Nein! Wieso geht der Mütze schon wieder weg? Aber ich gibt's doch nicht. Ich hab jetzt auch in der Position 2 gehalten, ohne Fehler. Da ist das gar nicht so schlecht, so früh zu bremsen. Man dreht sich nicht. Boah, Alter. Och, der ist ganz weg. Tut mir leid. Aber ich bremse da immer. Krass, ey. Bremst du da früh? Ja, als ich dies letzte Mal gefahren habe, hier die Dinger, da waren die, meine ich, im Schiebebetrieb viel heikler. Und jetzt schieben die einfach nur geradeaus. Ja, vielleicht war es auch die 213er, die du da gefahren bist. Ich fahre nicht, ich habe nur die 213er hier gefahren.
wäre ein Ding, ja? Das wusste ich, es kann sein, ne? Ja, wir sind die 213er hier gefahren. Cool. Dass die so einen Unterschied haben, schön. Aber ich glaube, jetzt hier so wenn man kein Gas gibt, dann drehen die sich nicht mehr. Nicht schon wieder in diese gleiche Grasfläche. Oh Gott. Bin jetzt schon dreimal in diesem Rennen rausgerutscht. Und dann drehe ich mich auch noch. Ich werde fast hinten drauf gefahren. Ja, ich hab's gesehen. Oh. Los, Micha. Meine Reifen lassen nach. Okay. Wenigstens habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube meine auch. Meine werden zu heiß vorne. Die Kurven nebeneinander. Ach, verschaltet, verdammt. Tja, für mich war es das auch, ne? Scheiße. Hier gibt's also nichts mehr zu sehen, gehen Sie weiter. Jetzt komme ich auch noch weit raus und lande in der Planke und ach. Ach nee. Bleib außen. Willst du kämpfen? Bei einer blauen Flagge? Und wir flackern hier schon wieder an. Ist doch nett.
Achtung, Alex! Hinterspiegel! Ah ja. Warum überholst du nie rechts? Man kann sich so schwer machen. Ja, du warst so ein bisschen mit, ich wusste nicht genau, wie ich fahren sollte. Ah, ich hab Platz gelassen. Ja, ja, alles gut. Oh. Nein, nein! No. Wo bist du? Rechts neben dir. Ach. Eigentlich hätte vorbei wär's. Oh Gott, und schon wieder verbremst. Mach mit. Kann man Sven noch da? Mist. Machen jetzt die rollende Schikane. Oh. Danke. Unfair. Boah. Schlechte Linie gehabt. Du bleibst da ganz nett rein. Will dich nur nervös machen. Na. Oh. Dich doch nicht, ne? Nö. Scheiß Geflackere, ey. Ich schon wieder auf den Scheißkörb, ey. Bist du außen? Ja. In der Wiese. Nee, doch nicht. Nein, auch der nächste. Reifen. Bist du weg oder was? Ja. Schade. Ich hab mich ganz weit berührt, André. Nee, ich hab mich vor dir erschrocken. Und dann bin ich gleich mal in die Wiese. Hol ich auf. Hä? Hallo? Aha. Oh, super. Bleib außen. Danke. Weiß einer noch, wie lang noch ist? Irgendwie knapp über 3 Minuten. Na, das krieg ich da vorne nicht mehr. Ja, 2:37.
Wofür geht jetzt mein Begrenzer an? Verdrückt? Oder liegt der bei dir nicht in einem Bereich, wo man doch, sich doch, verdrückt? Doch, liegt schon. Aber da, normalerweise komme ich da nicht drauf. Eine Minute noch. Das schaffst du? Nee, der hat 7 Sekunden Vorsprung. Ja, schaffst du doch. Müsst dann Fehler machen. Mach ich nicht. Könntest du bei mir zuliebe machen. Aha, Alex hat einen gemacht. Aber... Was heißt aber? Gestern noch schon, ne? Ich hab noch eine Runde. Ja. Ich bin einfach zu langsam. Gibt's doch alles gar nicht. Den Sieg vor Augen. Wer hat denn die Wiese? Vorletzte Linkskurve. Links war auch noch richtig. mach doch mal den Mäntel. Schön winkeln und dann sich noch rausdrehen. Da bin ich noch auf Platz 2 gefahren. Oh, meine Reifen auf der linken Seite sind komplett gelb. Bei mir rechts. Mancher rechts, Entschuldigung. Ach, du auch. Ja. Ja, cooles Rennen, ey. Na komm. Schon wieder nicht. Ach, okay. Gute Kämpfe. Ja, ihr habt es mir leider zu einfach gemacht. Nicht. Mit dem Vorbeifahren. Ich habe keine Absicht. Ich hab erfolgreich alle vorbeigelassen, ohne jemanden rauszukicken. Ich bin zufrieden. So, ich sammle noch ein bisschen Gummi auf. Schieb ihn Meine Güte, ich hab's ja nicht mal geschafft, irgendwie in die Top 3 der Zeitenliste zu kommen. Das ist doch peinlich. Nur die viertbeste Zeit. Mit frischen Reifen allerdings. Wo hast du die Zeitentabelle? Wenn du auf den in der Box auf den Namen rechts klickst, siehst du die schnellste Zeit. Oder siehst du die Rundzeit und die gelb markiert ist die schnellste. Ja. Ich hab's nicht drauf. Ist okay. Aber immerhin habe ich 10 Sekunden auf Alex aufgeholt in 3 Sekunden. In 3 Runden. War ich so weit weg? Ja. Von 16 auf unter 6 am Ende. Ja, da muss ich dann im Replay mal gucken, dass ich was von euch nehme oder gar nichts.
Platz 2 und 3 war ein guter Kampf. Eine Weile.